So, ein herzliches Willkommen zurück. Lass mich hier alles einstellen. So ungefähr. So. Ja, zu mein Test. Mein Klon. 5. Es hat ja tatsächlich mit dem Audio doch funktioniert, auch wenn es eine Katastrophe ist, Audio einzustellen. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es immer noch behindert, aber es geht. So, das heißt, wir müssen jetzt mal ganz kurz das Ding erstmal hier auf Vollbild machen. Ah, sieht schon besser aus. So, hier hatte ich die Dinger, ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Hatte ich die Kamera? Warte mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz hier. Dieses Menü-Musik-Titel-Dings-Gedöns. Boah, ist ja ganz schön abgefahren. So, mein Klon 5. Ja, ich hatte immer an der Seite die Kamera. So, okay, dann sollte das hier auch so passen. Okay, gut. Hoffentlich ist auch die richtige Welt. Ist ja mittlerweile schon ein paar Wochen her, seitdem ich das letzte Mal das gespielt habe. Und ja, es ist die richtige. Ach du Scheiße. Okay. Es gibt von Minecraft 5 eine neue Version. Und diese scheint wohl nicht alle Blöcke zu übernehmen. Was zur Hölle ist denn hier los? Oh, aber die funktionieren noch. Oder ist nur diese User-Interface-Dinge, die sind ja per Metadata gespeichert, glaube. Das heißt, nur weil die erscheinen, heißt es das nicht, dass das Ding funktioniert. Können wir das ganz kurz probieren, indem wir mal kurz hier und hier was reinschmeißen. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das Ding überhaupt funktioniert. Warte mal kurz, wir wissen. Ne, das hier ist. Genau. Das hier ist nur für Lebensmittel der. Ich muss den hier benutzen. Tja, funktioniert der nur mit Cola? Ja, ist sowieso egal, ob die Dinger noch funktionieren oder nicht, denn so sehen sie auf jeden Fall hässlich aus. Und zwar wie die Nacht. Das heißt, wir werden die hier mal gekonnt abreißen. Ja, das war ja wunderschön. Ist ja schon mal Schnieke. Was ist denn das hier? Wow. Wie geil. Oh Gott. Oh Gott. Ja, nee, das ist ja. Oh, Alter. Eins schlimmer als das andere. Das ist ja. Das ist ja. Das ist da. Oh, wow. Man kann jetzt die Figur so rumdrehen. Uiuiuiui. Ja. Was zur Hölle ist denn hier los? Das ist ja genial. Okay, verstehe. Oh mein Gott. Das Feature ist auf jeden Fall neu. Schönes Ding. Ich möchte sterben. Jetzt sofort. Geil. Okay, komm, okay, gut. Dann müssen wir natürlich hier, okay, was mache ich jetzt? Warte mal kurz. Bei den Haaren, was gibt es da für Optionen? So Wikinger-Style. Okay, das, wonach ich suche, gibt es leider nicht. Leider setzt er da immer die Position zurück, warum auch immer. Ich hätte gerne zwei Zöpfe, die so an dem Körper vorbeigehen. Also, naja, sowas wie das. Nee, hier ist er doch unten. Nee, das ist also nicht ganz das, was ich suche. Der gekonnte Ronny-Gucker weiß bereits, worauf ich hinaus möchte. Aber ich glaube, das Erste, was am ehesten zu dem passt, ist tatsächlich das hier. Okay.
Okay, dann machen wir mal hier. Bam. Ja, warum nicht? Oh, das ist ja doch wesentlich dunkler, als ich dachte. Ich habe das überhaupt sinnvoll hinbekommen. Was ist denn das hier als? Was soll das darstellen? Gar kein Mund. Braucht keiner. Ist völlig überbewertet. So. Eieiei. Ja. Okay, verstehe, verstehe. Glaube ich, wir gehen mit dem hier. Aber mit dem Weiß. So. Okay. Ja. Und dann nehmen wir mal. Barfuß ist geil. Wir sind hier in der Wildnis, da ist das Idealus. Avantus frumdindus. Aber wir haben jetzt auch ein paar Schuhe. Den werden wir mal die hier. Oh, easy. Und wie kann ich jetzt die bestätigen oder abbrechen oder raus? Einfach mit Escape. Und es ist wieder alles weg. Ja, hat übernommen. Okay. Gut, mit den Sachen sieht das natürlich ein bisschen komisch aus. C was, ne? Ja, genau. Wow. Gut. Was ist das? Okay, also das auf dem Kopf hinten sieht natürlich super komisch aus. Ich dachte, das ist nur vorne, das kleine Ding da. Aber. Nee, so. Nee. Okay, also mit dem Haar-Ding, das ist natürlich dann da. Nee, was war denn das? Dieses Schmuck, was war denn das? Jetzt, Dings, Dank, das da ja. Achso, das soll so eine Schleife darstellen. Ah, verstehe. Ja, ich glaube, dann gehen wir mal eher hier mit. So. Das sieht zwar Hatsune Miku nur sehr bedingt ähnlich, aber das Beste, was man mit den Templates hinbekommt, würde ich jetzt mal sagen. Bitte was? Wo guckt ihr denn hin? Das gibt's doch gar nicht. So. Okay. Aber witzig, wie die mittlerweile hier auch die ganzen Bewegungsanimationen relativ gut hinbekommen. Dance, 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 dance. Okay. So, dann machen wir wieder das hier. Und jetzt gucken wir mal hier, was hier eigentlich abgeht. Ich wollte ja eigentlich gucken, wie in diesen Öfen. Öfe. Öfe. So, Öfe. Gibt's nicht. So, was gibt's denn hier alles? Also es gibt scheinbar immer noch alle drei. Aber die scheinen sich scheinbar intern umbenannt zu haben. Das ist jetzt natürlich Kacke, dass wir hier überall das Ganze gut. Okay, gut, bei dem haben wir nur Holz verschwendet. Das geht. Aber hier haben wir natürlich schon viel Eisen verschwendet. Das ist natürlich eigentlich nicht so geil. Ganz ehrlich, eigentlich brauchen wir diese beiden spezialisierten Öfen auch nicht so unbedingt, weil. Ja. Warum? Wozu? Was soll das bringen? Also, versteht ihr? Das macht irgendwie keinen Sinn. Aber wir werden ja, wenn wir noch genug Eisen rumfliegen haben, trotzdem nochmal neu bauen. Ich weiß gerade nur nicht, ob wir überhaupt noch schon Eisen gefunden hatten in Mannigfaltigkeit. Ja, okay, wir haben fast einen gesamten Stack voll gebrannt und noch roh. Wir brauchen 5 Stück, ne? Ganz ehrlich, dann lassen wir das erstmal noch. Das ist mir doch noch ein bisschen zu. Was ist das hier eigentlich? Achso, ein Upgrade hier. Was so mal hat den gemacht.
Das Ding ist leer. Sehr interessant. So, gibt es hier nicht irgendwelche unbekannten Items? Nee, das ist alles noch bekannt. Da auch. Und hier sowieso. Ja, war also bloß die beiden Öfen. Okay. So. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal wieder unsere Klamotten an. Schild könnten wir eigentlich auch mal gucken. Nö, fühle ich nicht. So. Kann man eigentlich manuell so eine Blume in den Kopf stecken? Also hier so in die Haare? So, wenn ich jetzt so mache? Ne? Geht nicht? Ah, sehr schade. Blume in den Kopf stecken. Ja, nee, ist klar. Draußen sind zwei Schäfchen. Guck mal, wie die weiße abhaut, weil das ein schwarzes Schaf ist. Sad life. Gut. Ah, siehst du, wir hatten da draußen ja unsere komische Experimentierstelle, wo wir nicht wussten, was mit den Pflanzen da hinten ist. Ah, guck mal, die ersten haben... Es funktioniert also doch einfach auf dem Feld. Die brauchen nur scheiße lange zum überhaupt größer werden. Okay, das ist doch schon mal eine Information, die informativ ist. Also, ja, so ein paar. Ne, bei dem Kartoffeln sind schon alle. Na gut, hier bei den Murren sind auch noch nicht alle. Also. Aber das heißt, wir können die ganze Kacke wieder abbauen. Das hier wird dann gar nichts. Mit dem. So. Und dann können wir hier auch wieder die Dinge einfach anbauen. Jürgen, dann ist die Konstruktion also auch fehl am Platz. Die brauchen wir also auch nicht. Also schon mal sehr interessant. Jürgen, perfekt. Dann haben wir eigentlich alles, was im Leben wichtig ist. So, dann würde ich aber gerne mal... Du noch da. Ey, halt, ich Hilfe. Du da. So. Hier ein paar abbauen. Mal gucken. Okay, man bekommt mal. Machst du mal drei? Ah, ne. Man bekommt nicht immer drei. Oder gibt es hier verschiedene Stufen, wie die ausgewachsen sind? Und ich habe gerade eine abgebaut, die noch nicht ganz reif ist. Die sehen erstmal alle gleich aus, oder? Hier habe ich auch wieder drei bekommen. Hier habe ich wieder nur einen bekommen. Okay, scheint also doch zufällig zu sein. Ist natürlich... Ja, super. So langsam wie die Dinger wachsen, wäre es natürlich schön, wenn man immer drei bekommt. Naja. Das Schöne ist, aufgrund der Masse, die wir hier haben, ist das ja relativiert. So, was ist denn hier los? Warum viele welche? So. Heute können wir hier vorne ein bisschen nachziehen. Just perfect. Wow, hat sogar genau gereicht. So ein noch mehr Perfektionismus gibt's ja gar nicht. So, aua, ich bin gefoolt. Dann schauen wir mal, wir sind immer noch bei dem Dach zu schaffen. Wo sind wir denn hier? Okay, wir haben bereits eine Treppe und oben haben wir noch gar nicht angefangen. Da habe ich alles zugemauert oder zugeschissen mit Dreck und Abfällen. Ah, Melonen haben wir auch noch. Okay. Also lebensmittelmäßig brauchen wir uns keinen Kopf mehr machen. Da haben wir soweit alles. In mannigfaltiger Vielfalt. Das heißt, wir gucken mal ganz kurz, was haben wir denn so für Mineralien? Materialien, meine ich doch.
Gut, Holz haben wir eine ganze Menge. Das ist schon mal ganz gut. Ich schmeiß mal hier die ganzen Blumen raus. Warum hab ich so viele Blumen dabei? Was ist denn los mit mir? Bin ich ein Florist oder was? Hier habe ich auch noch... Wow. Ordnung like a king. Gut, dann kommen die ganzen Blumen hier wieder raus. So, genau, hier waren bloß die Dinger drin, weil die ja, daraus werden ja Bäume, deswegen habe ich das hier verwandt mit Holz. Die Blumen aber ist einfach nur, naja, Blumen halt, ne? Braucht keine Sau. Völlig überbewertet. So, du kommst damit rein. Holz brauchen wir ja wahrscheinlich gleich. Die Erde kommt aber da oben mit rein. Die Falltüren lässt sich erstmal hier. Die kommt nach da. So, dann können die hier weg. So, das sind zwei verschiedene Holzarten. Das artet ja schon wieder aus hier. Du kannst weg. Du kannst noch da. So, das Zeug. Ah ne, wir sind futtermäßig gerade gut versorgt. Das heißt, die können erstmal hier mit rein. Pop. Du kannst damit rein. Du kannst damit rein. Oder habe ich das auch wieder woanders geschmissen? Because I can. Nö, geht nicht so. Hier haben wir noch die ganzen Blöcke. Ah ja, wir haben unten in der einen Höhle haben wir auch noch das Ding gar nicht komplett abgebaut, ne? Also Bohnenmehl haben wir erstmal wahrscheinlich mehr als genug. Das ist ganz cool. So, dann brauchen wir Holz. Und zwar wahrscheinlich hiervon ganz viel, hiervon ganz viel und hiervon ganz viel. Aber ein bisschen Auswahl. Da ich noch nicht genau weiß, wie wir die obere Etage designen werden wollen. So. Ja gut, von dem normalen Holz brauchen wir auch noch die ganzen Querbalken hier. Da brauchen wir also noch eine ganze Menge an Holz. Okay. Ich würde mal sagen, erstmal kurz Maß nehmen. Ja. Oh ja, ist ganz schön hoch. 7 Blöcke, ne? Ja, genau, sind 7 Blöcke. Ich würde oben auch auf 7 gehen oder lieber nur auf 6. Weil das Problem, was wir jetzt natürlich haben, ich meine, hier drin sieht es natürlich mit dieser abgestuften Abstufung wunderschön aus. Das Problem ist, wenn wir jetzt von außen gucken, dann haben wir hier unten halt eine Höhe von 6. Das heißt, wenn wir oben 7 raufbauen, sieht es halt hier komisch aus. Und wenn wir oben aber nur 6 nehmen, dann sieht es zwar hier hinten schön aus, aber wenn man dann von vorne guckt, sieht es dann komisch aus, weil unten 7 und oben nur 6 sind. Das heißt, wir haben da jetzt ein bisschen optisch ein paar Probleme, dadurch, dass das Haus so abgestuft ist. Ich würde aber mal sagen, wir gehen oben trotzdem einfach auf 7. Ne, weil dann ist halt größer und sieht halt wuchtiger aus und Geiz ist geil. So. Jutchen. Dann brauchen wir also erstmal die Dinger hier. Eins. Das ist das falsche Holz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Ich schumme mal ein bisschen Erde. Genau deswegen, weil wir kommen da oben nämlich nie wieder ran. Damit wir uns hier so ein kleines Baugerüst bauen können. Ansonsten wird das nichts. Erde. Da wird zum Glück auch eine ganze Menge. So, dich brauche ich nicht. Dich brauche ich nicht. Offensichtlich mal. Das heißt, hier kann die Erde rein und da brauchen wir noch Glas.
So. Okay, let's go. Was machen die Viecher? Ist das Kindergeburtstag? Was ist denn da los? Die tanzen ja einen ab. Nee, nee, nee. So. Ich mach mal so. Ach komm, leck mich. Okay. Halt. Hey, hallo. Hallo. Was ist denn hier los? Aber man merkt, ich habe schon lange kein Matches mehr gespielt. Mein Timing ist komplett im Arsch. Apropos Arsch. So, wir brauchen dann hier auch noch irgendwie eine Möglichkeit. Warum sind so viele Kerzen? Darauf zu kommen, ne? Das heißt, wir müssen hier irgendwie elegant eine Treppe trapieren. So. Das sieht schon besser aus. Ich habe Angst. Oh mein Gott. Gerade mit der Aufnahme angefangen und schon meckert meine Kopfhörer rum wegen Low Battery. Ja, ja, gut. Dann werden wir die Aufnahme mal nicht mehr so lang machen. Damit ich dann mal meine Kopfhörer wechseln kann. Halt, Ivo, was ist denn hier los? Doink, doink, doink. Hey. Lass mich durch, ich bin Arzt. So. 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 Und so. Und dann haben wir doch fast was. Wir brauchen mehr Erde. Andererseits, wir haben hier noch ein bisschen Erde. Und hier haben wir auch noch ganz viel Erde. Also, das ist doch idealus. Nice. So, damit ist unser Baugerüst schon mal fertig. Ja, das ist natürlich das Problem, wenn man so ein riesen scheiß hohes Haus baut. So, okay. Das ist immer zwei drüber. Okay, damit kann man leben. Und meine ganzen guten Baumstämme, ey. Ist ja hier ein Verbrauch. I'm out of wood. Oder besser, out of tree. So, wie viel haben wir denn noch? Wir haben 20. Okay, das wird halt nie im Leben für irgendwas reichen. Wir müssen also in der nächsten Folge dann ganz viele Bäume anbauen. Das ist ja eine Katastrophe, ist das ja. Lass mich durch. Okay, leck mich. Gut. Wir nehmen mal gleich mal ein paar Saplings und bauen die mal direkt an. Nein, nein, wo ist jetzt? Nein, ich hasse euch alle. Da. So, alles rein da. Und da brauchen wir ganz viele Bäume. So, hier einer, hier einer, da einer, da einer, da einer. So, so. So. Oh mein Gott, wir gehen mir gerade auf den Sack.
Oh, verdunkelt. Boah, jetzt wachsen sie super schnell. Wollen die verarschen? Ist alles gegen mich hier. So, reicht das mal. Gut, dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann... Jo. Hoffen wir mal, dass da schon ein paar Bäume gewachsen sind. Bis dann.